Ja, hallo, warum würde ich kein Gehweggelände kaufen und was könnte ich alternativ tun, wenn ich schönes Gelände haben möchte? Und was ist da vom Spiel her das Beste? So, einfach mal an, warum ich kein Gehweggelände kaufe. Das sind jetzt so zwei Gehweggeländestücke, die sind super schön. Habe ich, glaube beim Imperium Magazin oder was dann für 10 Euro gekauft irgendwo. Problem ist, wenn ich die Original kaufen will, kostet es 40, 50 Euro. Es ist jetzt halt, was weiß ich, da haben so ein Space Marine, wenn ich kleine brauche, um zu zeigen, warum das auf dem Spiel ja nicht optimal ist. Ja, ist halt ein bisschen teuer, wenn ich da meinen ganzen Tisch voll stapeln bin. Gerade wenn ich anfange, habe ich genug Sand, die ich kaufen möchte. Von daher will ich davon erstmal abraten. Warum? Was kann man jetzt alternativ machen? Das ist mal was, was ich hier gedruckt habe und gebaut habe. Das ist schon mal ganz schön größer, kostet, wenn ich so sage. Malten alles, ja. Kostet halt, wenn ich es bauen möchte, drucken möchte, vielleicht 20 Euro pro Stück. Jetzt ist, müsst mal gucken, wo es da die Teile gibt, wie viel ich kaufe und alles. Aber ist ein ganzes Stück billiger. Sicher, man braucht die Dateien, aber da habe ich auch dem letzten Mal gezeigt, wo es so ein bisschen Musterstück kostenlos gibt. Also da findet man schon genug Sachen. Oder man baut sich die ja selber. Da habe ich zwei, ich habe die noch nie nicht fertig gebaut, aber gerade mal, dass man die Idee gibt, was könnte man da machen. Das wäre so ein Gebäudestück. Das ist jetzt aus Kork. Kork nehme ich deshalb ganz gern, weil sich der leicht bearbeiten lässt. Ich brauche mal keine Säge. Kann man aus Holz bauen. Das ist einfach so ein bisschen so Gewebeband. Das ist so ein bisschen Stahlträger sein. Wovon ich. Hier habe ich dieses Gitter. Das darf ich ein bisschen abraten, weil das ein bisschen spitz geworden ist. Das war jetzt nicht so die clevere Idee. Aber ja, da habe ich noch was dran geklebt, dass das nicht so nackig aussieht. Aber ist jetzt auch noch nicht fertig. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das. Ich habe das schon länger in Arbeit sozusagen. Aber so als Idee, was könnte ich jetzt ganz schnell machen? Ich sage, ich möchte da anfangen zu spielen und dann ein paar Gelände bauen, wie ich sage, diese L-Form Ruine. Das geht ganz schnell. Was ich gerade aktuell mit mir machen würde, ich würde was unten drunter bauen, dass man sieht, wie groß die Ruine. Komme ich aber, erkläre ich gleich drum, warum das wichtig ist. Ja. Staub. Die nächste ähnliche Idee, ein bisschen anderes Material, das ist aus so diesem Styroporartigen Material, hat sich leider ein bisschen verformt, wo ich es dann lackiert habe, so ein bisschen Fehler. Das lässt sich eigentlich ganz leicht dann auch bauen. Ach, diese Rohre, lässt, dieses Rohre, die lassen sich einfach kaufen, auch dieses Gitter da, das lässt sich kaufen. Meine Idee war genau, dass die so steht und da kommt dann nochmal so eine Plattform drauf. Plattform bin ich mittlerweile auch weg, erkläre ich auch gleich warum. Das hat sich leider irgendwie verformt, wo ich es dann lackiert habe. Ja, was ganz interessant ist, das Material löst sich auf, wenn man es mit so einem normalen Revell Kunststoffkleber bearbeitet. Das stinkt dann tierisch, aber da kriegt das so schöne Einschusslöcher, wenn man, oder was weiß ich, so ein langes oder was, so ein Laser da drüber gezogen wird, das arme Haus. So kann man damit machen. Ja, wie gesagt, beim Lackieren ist es halt ein bisschen eingegangen. Weiß ich jetzt an, wie ich damit, vielleicht will ich es einfach beschichten sollen. Aber so die paar Ideen, die Rohre kann man mit Sicherheit verwenden. Auch diese Dinger kann man mit Sicherheit irgendwo verwenden. Könnte man auch einfach ein paar rumliegen lassen als Deckung oder sowas. Oder auch für Nekomanda als Catwalk könnte man die verwenden. Mit den Rohren kann man bestimmt ein paar Sachen bauen. Ja, für da lässt sich bestimmt was machen. Ich habe es da versucht mit so Zahnstocher zusammen zu machen, dass sie da wieder metallisch anmalen als Stahlträgerreste. So. Ja, ich bin da, ich habe da noch ein paar bessere Ideen. Was ich auch immer ganz schön finde, ist dieses, dass einfach so ein bisschen das rumsteht, dass nicht so nackt aussieht, nur die Gebäude. Die habe ich mir selber gedruckt und selber gebaut. Ich habe mir diese Palette und dann irgendwas oben drauf gestapelt. Da kann man dann wieder sich irgendwann mit allen möglichen Reste verwenden. Das hätte ich jetzt mal vorgestellt das nächste Mal. Oder da ein paar. So gedruckte Reste könnte man da auch irgendwo da reinmachen, da dass halt die Schrotte da rumliegt. Vermutlich für Warhammer jetzt vielleicht ein bisschen weniger interessant, aber für Necromunda oder Kill Team, wo man ein bisschen mehr, noch mehr Deckung braucht, da ist es doch interessant. Oder wenn ich jetzt zu wenig Gebäude hätte, dass ich einfach sage, ich mache da so was, wir stellen einfach so vier Stacks zusammen oder irgendwas, habt ihr irgendwo dann nach hinten dran, kann sich was verstecken. Oder habt ihr zumindest Deckung überall, auch, oder vielleicht wenig Gelände auf dem Feld, aber halt fast überall Deckung, weil immer irgendwas im Weg ist, so das könnte man auch machen. Ein bisschen über die Frage, wenn es ein Nahkampfarmee gegeneinander spielt, ist vermutlich weniger interessant, aber wenn jemand gegen Garde spielt. Ich glaube, der möchte ganz gerne versteckt sein und Deckung haben. Zumindest gegen meine Garde. So, warum ist jetzt das, und das ist auch fürs Bauen wichtig, fürs Überdenken, warum sind jetzt diese beiden Geländestücke jetzt eher weniger gut zum Spielen? So, nehmen wir an, ich habe jetzt hier meine, das sind von meiner neuen Deathwatch, der ist noch bemalt, mein Lieutenant.
Nee, mein Sergeant ist es, genau. Nehmen wir an, der steht jetzt hier und möchte da in das Gebäude rein. Oder was weiß ich, ja, er möchte in das Gebäude rein. Dann muss ich ja eben gucken, dass ich jetzt da unten drunter komme. Und das ist ein bisschen unpraktisch, weil da ist jetzt halt das Ding im Weg. Meistens bilde ich mir dann, oder wenn ich mir spielen, okay, stellen da oben drauf, der ist halt dann da unten. Ist jetzt aber auch blöd. Oder hier habe ich das gleiche Problem. Und dass jemand wirklich hier oben steht, ist ganz unwahrscheinlich, weil ich brauche halt dann erstmal diese sechs. Es gibt eine Regel für, wo es Sinn macht, dass er oben steht, aber in den allermeisten Fällen verwenden die nicht, weil ich muss halt da hoch. Und dann bin ich schon mal eine Runde nur beschäftigt, da hochzukommen. Im Zweifel müssen wir advancen, dass ich hoch bin. Von daher, das möchte man eigentlich. Das habe ich jetzt selten erlebt. Manchmal passiert es aber ganz, ganz selten. Meist vergisst man dann auch die Regel für von aus der Höhe runterschießen. Von daher, ja. Ich würde vermeiden, dass innen drin würde ich es möglichst leer lassen. Ein Beispiel, wo ich gerade so ein bisschen am Experimentieren und gerade geguckt habe, sind diese Bodenplatten zum Beispiel. Sowas. Und dann lasse ich da noch ein. Was habe ich gemacht? Da noch ein Eck eben. Oder sowas wird schon völlig als Gelände ausreichen. Kann ich größer machen. Das wird schon völlig ausreichen. Ich kann den nehmen, kann den reintun. Habe auch nicht. Gut, bei Guardsmen ist vielleicht schon ein Thema, aber da habe ich noch eine kleinere. Menschen, große Figur, irgendwas. Boah, doch, die kann da auch drüber gucken. Da fehlt jetzt sogar noch die Base, also das funktioniert auch. Problem wäre halt auch, ich brauche ja auch aus meinem Gebäude Sicht raus. Und wenn ich jetzt da dieses zum Beispiel eine geschlossene Wand habe, ja schön, dann kann ich hinter der Wand gerade rausschießen, das Gebäude bringt auch wieder nichts. Von daher, das wäre, die kann ich überall rausschießen. Ich sehe auch ganz klar, wo ist das Gebäude zu Ende. Weil man muss sich das ja vorstellen, ich das Gebäude, auch was, hier ist ja auch die Ecke. Hier, ich schieße in die Mitte, hier ist ja so eine imaginäre Sichtlinie. Das ist ja, wenn der steht hier und die andere Figur steht, ja, dann hat nicht, steht halt da drüben. Haben wir eine, die steht, da mal, die steht. Dann kann die Figur oder der Spaceman kann sich auf den Priester schießen, weil hier das, obwohl sie sich ja, reale Sichtlinie haben, aber hier wäre die imaginäre Gebäudelinie. Das heißt, es ist schon wichtig, wo ist das Eck. Das heißt, ich würde gucken, dass ich im Eck halt wirklich sowas habe, dass man, auch wenn man, es gibt ja dann noch, manchmal ist es ja wirklich wichtig, dass man mit dem Laser ausbisst und wirklich guckt, oder kann der den, oder normal mit einem Maßband nehmen, aber kann der den sehen? So, nee, kann er nicht. Und das ist natürlich einfacher, da ist jetzt klar, aber es ist einfach natürlich, wenn ich hier jetzt so ein E-Bug, so ein richtiges Eck habe. Ich würde darauf achten, dass ich in den Ecken immer irgendwas habe, oder sei es auch nur so ein Pfosten, dass ich genau sehe, wo das Eck ist. Und dann kann er schön, der ist jetzt drin, dann kann er schön mit agieren oder sozusagen, habe dann nicht das Thema, weil bei, wo ist jetzt, wo fängt jetzt das Gebäude an? Weil hier, wenn ich jetzt hier nichts drunter habe, meistens geht man da nach hinten und macht einen Karton oder irgendwas drunter. Wenn ich sage, okay, der steht jetzt hier, wo ist jetzt das Eck von dem Gebäude? Ich sehe es halt. Hier habe ich jetzt halt so ein imaginäres Eck, habe ich jetzt aber für mich halt real nicht. Und das macht es halt schwierig, sagen, zu bestimmen, hat der, ja, alle umgefallen, alle tot. Sehen die sich jetzt, können die sich nicht sehen oder. Deswegen sind die Sachen mit dem oben, sie sind super schön, finde ich. Oder bei mir, ich habe sie ja ähnlich gebaut. Die brauche ich ja ein bisschen für die Stabilität. Aber zum Spielen sind die nicht unbedingt geeignet. Das, oder es wäre sowas, wo ich einfach nur einen Boden habe. Bodenblatt besser geeignet. Zumindest in meiner Erfahrung. Auch gerne Vorschläge für Geländebau machen, da bin ich ja immer interessiert. Bemalen. Ich baue ja gerade diese Sache hier. Das habe ich sogar, bemalt. Also, ja, so stabil sind diese aneinander, bricht dann was ab, aber ist halt Krieg, was soll's. ja, ich habe die dann, glaube ich, mal grau und schwarz angesprüht oder grau, silberfarben angesprüht und dann halt die abgebrannten Stellen oben schwarz gemacht zum Teil oder so. Und, ja, das war halt nur blöd, das habe ich genau in der Metallfarbe grundiert, die auch die eh haben, deswegen glänzt das, oder bin ich ein bisschen unzufrieden. Aber ach so, das tut's. Hier sieht man Metallfarbe. Und dann oben habe ich es dann grau versucht anzumalen. Aber hat es genau die gleiche Farbe. Ich habe es ein bisschen, damit bin ich wirklich unzufrieden. Aber ist ähnlich gemacht. Ich habe es dann halt erstmal Farbe grundiert. Und dann schwarz die verbrannten Stellen sozusagen, um das ein bisschen schwarz zu machen. Ja. Vielleicht liegt da gibt es genug Möglichkeiten, das ein bisschen besser zu machen. Aber für. So zum Spielen reicht es auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.